heute bei den virtuellen Welten. ZX Touch, der ZX Spectrum Handheld. Hallo und herzlich willkommen zu den virtuellen Welten. Servus! In der Retro-Welt gibt es ja nicht nur Original-Hardware und Emulation, sondern vor ein paar Jahren kamen ja die Retro-Konsolen auf den Markt, so die ersten. Nintendo hat daher angefangen mit dem NES Mini und dem Super NES Mini. Da haben wir einen. Den haben wir jetzt auch hier. Und dann ist das irgendwann in die Welt der Homecomputer übergeschwappt. Ja? Also der Retro Games hat da einiges, so einiges inzwischen veröffentlicht. Den The C64 zum Beispiel. Habe ich auch einen hier. Ah, in Mini gab es ja dann auch in der Maxi-Version. Ja. Aber die Konsolen waren ja Mini. Wir sind jetzt hier bei Mini quasi. Dann gab es noch den Amiga. The A500 Mini. Der hat mit Amiga fast nichts zu tun. Genau. Sieht nur so aus. Und vor kurzem ist auch noch erschienen der The 400. Den haben wir euch noch nicht vorgestellt. Machen wir bei Gelegenheit mal, aber heute soll es um was anderes gehen, denn so ein Mini-Computer, es gibt einen bekannten britischen Computer, von dem es das bisher so noch nicht gegeben hat. Ich rede jetzt von dem ZX Spectrum. Ja, da fragt man sich, wie kann denn der noch kleiner werden? Stimmt. Ja, das ist schon ein schnucklig kleines Teil. In Back in Time haben wir ja schon immer mal wieder drüber gesprochen oder wir haben auch in Retro Today uns schon mal ein neues ZX Spectrum Spiel angeschaut. Aber eigentlich hätte es so 2017 rum, so in der Kategorie, also noch zu einer frühen Zeit, wenn man diese Konsolen sich anschaut, schon eine moderne Variante geben sollen, sogar als Handheld. Schöne Idee war, wenn ich mich recht erinnere, auch semi-erfolgreich. Das war ein Kickstarter-Projekt. Ja, beziehungsweise ich glaube, es war Indiegogo. ZX Spectrum Vega Plus hieß das damals. So den Gedanken, wir machen so eine tragbare Version des ZX Spectrum, der früher Computer von Sinclair von 1982, glaube ich, ist er ursprünglich erschienen. Gerade insbesondere in Großbritannien eine große Verbreitung gehabt. Aber Markus, du hast es schon angekündigt mit der Crowdfunding-Kampagne irgendwie, es lief nicht Es lief an, aber lief schneller aus, als die Projekte ausgeliefert waren. Also ich habe gehört, es gibt tatsächlich ein paar Leute, die das Projekt bekommen haben, die einen Sinclair Handheld dann ihr eigen nennen dürfen, aber es sind nicht alle ausgeliefert worden und dann ist das auch im Sande verlaufen. Ja. Also da gab es eine große Aufregung damals und jetzt machen wir schon Finanzierung über Crowdfunding und dann gibt es nur ein paar Geräte und der Rest kommt nicht. Aber es geht auch anders, denn ein tragbarer ZX Spectrum gibt es jetzt doch ganz ohne Crowdfunding. Ja. Einfach so, es ist krass, man entwickelt so ein Produkt, produziert es und verkauft es. Ja. Das ist ja ganz. Es gibt Leute, die kaufen das. Ja, und zwar der ZX Touch. Also ein ZX Spectrum Handheld Touchscreen, sagt der Name schon. Ja, wie eine richtig schöne große Gaming-Konsole. Genau, und den gucken wir uns heute mal genauer an und dafür drücke ich jetzt auf diese Taste hier. Genau, wir haben hier von ZX Spectrum Handheld-Konsole, ist von Elmar Electronic und damit drin einmal ein Handbuch und dann hier gut geschützt den Handheld. Und ich würde sagen, da hat man ordentlich was in der Hand. Der wiegt halbes Kilo ungefähr. Ist jetzt nicht ganz so Handheld-typisch. Also mit einer Hand wird es doch irgendwie etwas ermüdend. Ja gut, aber die Bedienelemente sind ja schon für den beidhändigen Betrieb ausgelegt. Und du hast ein richtig großes 7 Zoll Display in der Mitte. Das springt einen schon mal gleich an. Also schöne Hand-Augen-Entfernung, wenn du nachher darauf tatsächlich daddeln möchtest. Ja.
Also gerade für die etwas älteren Herren, wo das Display auch etwas weiter weg sein darf, kann man noch gut was erkennen da drauf. Ist ein, du hast es schon gesagt, 7 Zoll Auflösung, 1024 mal 600. Und ganz wichtig, dass ein 50-Hertz-Bildschirm, also die Bildwiederholrate, ist genau das, was das Original hatte. Also die PAL-Computer, die an einem PAL-Fernseher früher angeschlossen werden konnten, haben ja alle 50-Hertz-Bildwiederholrate, wie halt das Fernsehsignal. Das heißt, du hast auch nachher ein flüssiges Spielerlebnis ohne irgendwelche Drop-Frames oder Genau, du hast, wenn du auf dem PC im Emulator spielst, hast du immer so ein bisschen Jitter, weil du eben nie exakt, oder die meisten werden eine PC-Ausrüstung haben, wo nicht exakt 50 Hertz Bildwiederholrate sind, sondern halt was auch immer die Grafikkarte meint zu machen. Und dann können Sachen, die in einem Rechner von 1982 absolut ruckelfrei waren, auf einem PC von 2024 dann halt doch ruckeln. Das Problem gibt es hier nicht. Ja, also der hat ein 50-Hertz-Bildschirm. Und wenn wir hier mal drauf gucken, links ist noch so ein Analogstick. Und dann hat er echte Knöpfe noch, also Touchscreen. Wir schalten auch gleich ein, können euch dann zeigen. Aber hat auch echte gut fühlbare Knöpfe, auch mit, wenn wir hier gucken, kann man das hören. Mit Audio und Klick-Feedback. Mit Klickfeedback. Ja. Ja, und die kann man sicher nachher auch als Digital-Joystick zur Steuerung nehmen oder Ja. auch für die Bedienung von sonstigen Einstellmöglichkeiten. Genau. Ja, also die sind konfigurierbar tatsächlich. Also man kann es so als D-Pad nutzen. Ist ein bisschen vorkonfiguriert, aber du kannst es auch anpassen. Und beliebige Tasten von der ZX-Spectrum-Tastatur dann da als Shortcuts drauflegen. Das Handheld ist fast größer als das Original. Also es ist zumindest mal Aber es ist ein viel. Display dabei, also Ja, super. genau. Ja, Eingeweihte erinnern sich vielleicht, der ZX Spectrum hat ja gar keinen Joystick-Anschluss. Ja, deswegen geht da grundsätzlich alles über die Tastatur. Also es gibt auch Erweiterungen, dass man Joystick anschließen kann. Aber Ja. jedes Spiel unterstützt auch Tastatur. Und deswegen kann man hier einfach Tasten drauf mappen oder der kann auch den Joystick emulieren. So, ein äußeres offensichtliches noch hat einen eingebauten Lautsprecher. Jetzt haben wir alles, was wir hier direkt sehen, und dann schalten wir mal ein. So, Oh, das wird bunt. den mal wieder beiseite. Wir starten in dem Game Browser, und in dem Game Browser sehen wir, dass verschiedene Spiele hier vorinstalliert sind. Ja, man kann einfach hier mit dem Finger da sich durchbewegen. 22 Spiele sind vorinstalliert, die sind auch lizenziert, also es sind moderne Spiele, also Ja, Homebrew-Spiele alle etwas und jüngeren Ursprungs. genau, also alle aus diesem Jahrtausend, und die haben zumindest nachgefragt, ob sie das drauf machen dürfen. Ich glaube, weiß nicht, ob da Geld geflossen ist. Es sind auf jeden Fall keine der alten Spiele mit da drauf. Also wenn jemand sagt, oh, ich will mein Lieblingsspiel aus den 80ern spielen, die sind hier zumindest nicht vorinstalliert. Aber auch dafür gibt es Möglichkeiten. Genau. Ja, wir gucken einfach mal rein und probieren mal ein bisschen was aus. Und Markus, was nehmen wir denn da? Ach, du Was hast doch ist? so einen Weltraumshooter da bestimmt drauf, oder? Wir hatten doch hier, war das? Wir starten einfach mal irgendwas. Das Genesis ist klingt gut. Genesis. Sound tönt schon mal. Ja. Mal Spiel von 2010. Ja. So. Ah, Genau. genau. Also bewegen, feuern. Ja, Ja, ist ich auch so. würde sagen, absolut, absolut flüssig. Also Also so flüssig, wie es halt ohne Hardware-Scrolling auf der Originalkiste ja. war. Ja. Ja. So, man kann auch hier diesen Analogstick dafür nehmen. Mit dem kannst du dann auch diagonal dich bewegen. Ja. Ja, zum Beispiel Zum Beispiel in die Wand rein. ja. Ja.
So, was man hier auch machen kann, ist man. So, Moment. Erstmal Pause. Pauseknopf. Deswegen auch diese ungewöhnliche Auflösung von was? 1024 mal 600. Du hast einmal diesen Gaming Screen in der Mitte von dem Display und dann nochmal Zusatzfunktionen am Rand des Monitors. Ja, also du kannst zum Beispiel hier auch eine Onscreen-Tastatur einblenden, dann hast du alle Tasten. Das ist ganz wichtig für die Namenseingebung beim Highscore. Ja, oder wenn du halt irgendein Spiel hast, also wenn du zum Beispiel ein Text-Adventure auf dem Handheld spielen willst, warum auch immer man das wollen würde, aber theoretisch geht es. Und man kann hier auch Spielstand speichern. Also wir probieren das gerade mal, wenn ich jetzt auf Spielstand, es wird so drei Quicksave gibt, und hier speichern. So, und dann machen wir hier weiter. Und jetzt und wieder... Jetzt geht er kaputt gleich. Oh nein. Wir laden rein. Und ist die SD-Karte drin? Ja. Genau, wir brauchen nämlich eine SD-Karte zum Laden. Und. Ups. Genau, jetzt hat's geklappt. Moment. Das sind diese Quick-Saves. So eine Mikrosekunde vor dem Charaktertod. Ja. Da kann man 1 Million Mal wieder reinladen und ist trotzdem wieder tot. Ah, jetzt. Hey. Okay. Also das ist Laden speichern. Können wir hier wieder ausblenden. Mute. Und Pause. Pause. Reset. Und hiermit kommt man wieder in den Game Browser. Was wir eben schon gesehen haben, stand unten nicht Copyright Sinclair, weil ich starte nochmal und resette. Sehen wir hier, sondern Copyright Nine Tiles Networks. Es ist nicht das originale ROM drin, sondern ein anderes oder also zumindest nicht das von Sinclair. Ich bin nicht so der Spektrum-Experte, du glaube ich auch nicht, oder? Leider nicht. Deswegen, wenn ich es richtig weiß, dann haben die schon was mit dem Original-ROM zu tun, aber irgendwie gibt es da noch Abweichungen, jedenfalls in der Version, die hier dabei ist. Man kann allerdings das ersetzen und kann sein ein eigenes, also wenn man halt einen Originalrechner mit dem ROM hat, dann kann man das da auch reinladen und das verbessert die Kompatibilität zu Spielen. Ja, wir gucken noch mal ein anderes. Was nehmen wir denn? Kings Valley sieht doch irgendwie interessant aus. Das ist, glaube ich, ein Jump'n'Run. Und das ist eine, das ist die Spektrum-Version. Original von Konami, aber ich glaube, es ist eine da 2009er Umsetzung. Das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr gelungen bei diesem Kiosk oder Dashboard. Die Spiele, die du auswählst, da kriegst du immer noch mal kurz eine Info dazu, einen schönen Titelscreen, ein schönes Titelbild und diese Blockgrafik. Ja, ist halt schon witzig. So, hier, wenn es so schräg geht, dann ist es sinniger, das mit dem Analogstick zu machen. Oh, eine Mumie. Oh nein. Aua. Verflixt. Ja, aber der kann halt pro Charakter quasi nur zwei Farben. Das wird oft gut versteckt. Aua. Okay, ich bin nicht gut in dem Spiel. Lauf, Forrest, lauf! Das ist ja hier... Das war knapp. Ja. Was ist denn eigentlich das hier? Ah, jetzt habe ich ein Schwert. Sehr gut. Okay. Ja, ein Wurfdolch. Ah, die respawnen auch das noch. Okay. Und springen kann ich nur, wenn ich das Ding nicht in der Hand habe. Okay. Also es sind einige Spiele mit dabei. Wir gucken mal in die Einstellungen hier.
Und da gibt es verschiedene Sachen, die man einstellen kann. Du kannst Helligkeit, Vergrößerung und so weiter einstellen. Es gibt den sogenannten EULA Plus Color Modus. Und dann können Spiele, die das unterstützen, zusätzliche Farben darstellen. Das ist also eine erweiterte Farbpalette dann für den ZX. Genau. Mhm. Und man kann ja auch Scanlines machen für die Röhrenmonitor-Emulation quasi. Komm, wir können es ja mal einschalten, mal gucken, wie das aussieht. Das wird wahrscheinlich erst aktiv, wenn du im Spiel bist, hoffe ich. Genau. Sehen wir einen Unterschied? Ich sehe jetzt nicht so den Riesenunterschied. Ja, ein bisschen, glaube ich, ja. Aber jetzt kein großer Unterschied zumindest. Mal, so, das ist das Witzige. Du kannst jederzeit aus dem Spiel raus Einstellungen ändern, keine Ahnung, irgendwelche anderen Dinge tun und dann wieder zurück ins Spiel. Und hier kannst du die Lautstärke einstellen, auch individuelle Kanäle. Dann kann man diese Tasten zuordnen, was wo liegen soll. Also hier auf dem rechten vier liegt jetzt überall die Space-Taste. Mhm. Aber je nachdem, welche Tasten man in einem Spiel braucht, kann man das dann anpassen. Und links sind so die Standard-Tasten für die Bewegung. Q, A, P, A. Q, A, nee, was? Q, Q, O und P. Ja, also jedenfalls ist es mit Standardtasten belegt, die irgendwie funktionieren. Das klingt auf jeden Fall exotisch. Ja. Aber heißt das, du könntest da prinzipiell sogar zu zweit dran spielen, indem der eine den linken und der andere den rechten Block wenn übernimmt? Das Spiel das unterstützt, dann... Das ist ja witzig. Das ist denkbar. So, die Side-Keyboards, das sind so die Tasten hier, die in dieser Ansicht noch zusätzlich verfügbar sind. Und auch die kann man konfigurieren. Ja, das sind quasi, hier kann man so die wichtigsten drauflegen und für so Action, wenn du mehr als die vier Action-Tasten brauchst, ja, kannst du dann da noch was drauflegen. Wirf die Bombe. Dann kannst du den Joystick hier konfigurieren. Hier ist jetzt same as left D-Pad, all directions. Den Analogstick, ne? Genau. Du kannst den Analogstick auch kastrieren, dass der keine diagonalen Eingaben zulässt, sondern nur die horizontalen und vertikalen. Ne? Ja. Dann wird das so quantisiert. Dann bewegt er sich nur noch auf zwei Achsen und nicht mehr auf vier. Mhm. Genau. Hier kann man dieses Custom, also das ROM vom Original könnte man hinzufügen. Genau, hier haben wir die Speicherslots, haben wir euch eben schon demonstriert. Und wir sehen, um abspeichern zu können, muss eine SD-Karte, wir sehen hier unten als Part, keine Ahnung, ob man es lesen kann, SD:ZXT System Temp muss vorhanden sein. Also gucken wir doch mal, was wir hier sonst noch so haben. Wir haben nämlich zu den Farben kommen wir gleich nochmal. Mhm. Wir haben hier einen SD-Karten-Slot, also einen Micro-SD-Karten-Slot. Und damit man dieses Laden-Speichern-Feature verwenden kann, muss ein bestimmter Ordner vorhanden sein auf der SD-Karte. Und dann speichert er in diesen Ordner das Ganze ab. Mhm. Ja, also ohne SD-Karte kein Laden-Speichern. Er sagt dann zwar, er speichert, aber er tut es nicht. Dann haben wir eine USB-C-Ladebuchse. Allerdings kann die Konsole irgendwie diesen USB-C-Handshake nicht. Das heißt, man braucht ein USB-C auf USB-A-Kabel. Und dann ein USB-A-Netzteil und dann funktioniert das auch mit dem Laden. Genau. Wer sich fragt, was ist USB-A, das ist der normale USB-Stecker, den man so kennt. Der breite, genau. Den man immer falsch rum reinsteckt. Genau. Und aber dann funktioniert es mit dem Laden. Dann haben wir noch einen Kopfhöreranschluss, wenn man nicht... Das ganze Zugabteil mit Sinclair-Musik beschallen möchte, ja. Genau. Und hier oben ist noch der Einschalter. Ja. Dann gibt es diese Sidelights hier, diese so in RGB flashen. Und auch das kann man einstellen. Ich muss gerade gucken, wo war das gewesen? Da, hier, Sidelights.
Man kann das einstellen in verschiedene Modi. Erstmal die Helligkeit einstellen. Wir machen mal hier, komm, wir gib alles. So, und dann, im Moment ist es ein zufälliger Farbverlauf. Wir können die Rahmenfarbe verwenden. Das heißt, so, hier ist der Rahmen jetzt schwarz, ist natürlich nicht hilfreich. Nehmen wir mal ein anderes Spiel gerade, das da. Ist auch schwarz. Okay, also wenn der Rahmen mal nicht schwarz sein sollte, dann zeigt das die Farbe an, so als Ambient Light quasi. Gucken wir hier. Was ich cool finde, ist das Soundtracking. Also, Disco Light. Gehen wir jetzt mal. Machen wir dieses Weltraumspiel. Genesis hieß ja, das, glaube ich. Cool. Ganz, ganz nette Musik. So. Und jetzt könnt ihr sehen, wie passend zur Musik hier die Lichter. Finde ich ganz witzig. Ja. Eigener Disco-Lightshow. Ja, in der Kamera sieht man jetzt das RGB-Licht nicht so gut, aber es leuchtet, es ist auf jeden Fall in verschiedenen Farben. So. Was können wir noch zu dem Gerät sagen? Wir haben über Laden, also er hat einen eingebauten Akku, also muss nicht Batterien wechseln. Wir laden über USB-C. Mit einer Akkuladung kommt man so 6 Stunden ungefähr aus. Ja, MicroSD-Karte und über die MicroSD-Karte kann man eben auch eigene Spiele verwenden. Und das finde ich ganz großartig, dass du nicht auf die vorinstallierten angewiesen bist, weil 22 Spiele sind zwar schon mal ein Anfang, aber die hast du auch schnell durch und die 22 Spiele, da gibt es natürlich auch dann Sternchen und okaye Spiele. Ja. Wie du eingangs gesagt hast, da sind ohnehin nur die jüngeren Spiele dabei und wer seinen Klassiker hier nochmal im Portable-Format spielen möchte, der kann sich ein Image auf die SD-Karte ziehen und dann das Spiel von dort in den Speicher laden, auch ins Karussell einbinden. Ne? Genau, also man kann, also wir zeigen erstmal, ich habe jetzt hier zum Beispiel Jet Set Willy und da haben wir hier die entsprechende Datei. Jetzt ein Tab-Image. Das ist ja. Genau, Jet Set Willy. Wir erinnern uns, ein reicher Typ, der Jet Set Willy, hat totales Chaos in seinem Haus und muss da aufräumen. Und das müssen wir jetzt hier machen. Aha. Um Gottes Willen, da ist eine Spinne. Eigentlich sind Spinnen total nützliche Tiere. Ja, nur wenn man gegen die Spinne, dann ist direkt. Also, ich hatte ja früher kein Spektrum, aber die Musik ist schon anwesend. Ja, deswegen gibt es den Kopfhöreranschluss. Ich wette mit dir, wenn du da einen Kopfhörer reinsteckst, musst du den nicht aufsetzen. Das langt auch so. Oh, Level complete. Und dann läuft er in den Putzgeist. Ja, okay. Ja, Jet Set Willy haben wir hier. Und Moment, hier war der Browser. Dann haben wir hier Crystal Castles hätte ich noch im Angebot. Und wir nehmen, ich glaube, Kempston kann man nehmen. Ja, da sind jetzt die Tasten hier ganz praktisch. 3D-Grafik. Ja, also die ist schon von der Auflösung ganz gut, wenn jetzt noch etwas mehr Farbe im Spiel wäre. Und es ist ein bisschen ruckelige Angelegenheit. Es sieht aber auf jeden Fall schon mal so, dass man was sieht. Es sieht auf jeden Fall schöner aus, finde ich, als die VCS-Version, die wir euch schon mal im Retroplay vorgestellt haben. Also, Originalspiele laufen. Die Kompatibilität zu Originalspielen wird wohl mit dem originalen ROM verbessert. Jetzt bin ich
wie ich schon sagte, kein Spektrum-Experte, aber andere Leute haben gesagt, es gibt das ein oder andere Spiel, wo an der einen oder an der anderen Stelle was nicht 100% originalgetreu ist. Ja. Dazu. Danke. dazu, es ist alles so aufeinander abgestimmt hier von der Hardware, aber es ist halt eine Emulation. Ja, ist also kein FPGA. Genau, ein FPGA, der wirklich die Hardware 1:1 nachbilden würde, wäre wahrscheinlich dann noch besser von der Kompatibilität. Es ist eine Software-Emulation, die aber hier dediziert auf dieses Gerät abgestimmt ist. Ja, bringt ja auch viel mehr Möglichkeiten mit sich, dadurch, dass das jetzt als Emulator am Start ist. Genau, dieses ganze Menü und so weiter könntest du halt mit dem FPGA nicht machen. Absolut. Weil FPGA ist halt, also gut, da kannst wahrscheinlich musst du irgendwas drumherum bauen oder so. Aber so hast du halt alle Möglichkeiten, da beliebig einzugreifen, laden, speichern. Hier sehen wir es gerade. Oh, Hilfe! Falscher Knopf. Hier sehen wir es gerade, unterstützt übrigens 48K und 128K Spiele in verschiedenen Dateiformaten. Einmal haben wir TAP, das ist das Tape Image. Dann gibt es SNA, das sind Speicherdumps. Ja, also Snapshot. Wir laden das Spiel rein und dann gibt es so eine Hardware für den Spektrum, wo man dann einfach den Speicher halt wegschreiben kann. Ja, das kenne ich von den Freezer-Cartridges von meinem Amiga 500. Da konntest du auch so einen Dump machen. Action Replay hattest du, glaube ich, oder? Action Replay, genau. Genau. Dann gibt es ein anderes Snapshot-Format noch, das ist das Z80. Das hat noch so eine kleine Kompression dabei. Mhm. Und es unterstützt auch grundsätzlich TRD. Das sind die Disk Images. Aber dann muss man noch das TR-DOS-ROM auch noch mit drauf packen, damit er dann das verstehen kann. Genau. Du hattest es schon angesprochen, man kann auch in dieses Dashboard hier, man kann hier auch eigene Spiele mit einfügen, also geht halt direkt hier auf die SD-Karte. Wenn man die so eine Konfigurationsdatei mit den Infos und Bild und so weiter richtig erstellt und auf die SD-Karte speichert, auf der Webseite vom Hersteller ist das erklärt, wie das geht zur Datei unter zx-touch.com. Dann könnte man das hier damit einbauen. Du kannst auch mehrere Dashboards machen mit und je Dashboard kann man 50 Spiele. 50 Spiele, genau. Wenn ich das richtig gelesen habe, so. Man braucht aber immer eine SD-Karte. Also egal, was man irgendwie hier machen will, außer irgendwie so die Basiskonfiguration, wenn man eigene Spiele haben will, wenn man einen ROM verwenden will, man muss immer, oder laden und speichern von Save States, man braucht immer eine eingelegte SD-Karte. Gut. Die muss nicht riesig groß sein, weil die Spiele sind winzig. Also ich habe vorhin gesehen, das eine Spiel, das du auf die Karte gezogen hast, hatte irgendwie 17 Kilobyte. Also selbst wenn die SD-Karte nur 4 Gigabyte groß ist, dann kriegst du wahrscheinlich das komplette Software-Imperium des ZX-Spektrum auf diese Karte drauf. Ja, genau. Und eine Sache können wir euch gerade noch mal zeigen. Und zwar, wir haben ja vorgestellt gehabt in Retro Today The Curse of Trasmos für den ZX-Spektrum. Und das Praktische ist ja, hier Polyplay hat ja nicht nur eine Kassette beigelegt, sondern auch eine SD-Karte, eine Micro-SD-Karte. Ja, die haben direkt schon weitergedacht. Sehr gut. Und das kann man natürlich verwenden im Emulator am PC, aber man kann es auch hier. Und ja, mit den Augen ist da so eine Sache im Alter, ne? Genau, da unten ist noch so ein Loch, da muss man aufpassen, dass man es nicht ins Gehäuse reinsteckt. Muss man ein bisschen gut zielen. Aber wenn ich hier unter Tab und Disk Images, dann gibt es hier Trasmos Tab. Und dann zack, ist es da. Kann ich direkt quasi das neu gekaufte Spiel reinstecken, wie als ein Modul reinstecken und es geht. Und das ist mal richtig klasse. Oh. So. Ups. Nein, springen, ja. Genau. Ist nicht belegt. Doch da. Ach je. Da ist der Springen-Knopf, okay.
Da sind wir. Ups. Ja, du musst ja das Skelett erst besiegen. Ach stimmt, ich muss. Ja, ja, ja. Du musst das Skelett besiegen, dann. Du hast ja vollkommen recht. Dann kriegst du das Licht von dem Skelett und das musst du zur Fackel bringen. Schon wieder alles vergessen. Im Hintergrund Disco-Licht. Das ist klasse. Oh, super. Also ich merke da jetzt erstmal keinen Unterschied. Die Fledermäuse kannst du nicht erschlagen. Ja, 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 ich erinnere mich. So, genau. Wer mehr zu The Curse of Tasmos sehen will, schaut sich gerne mal unser Retro Today an. Und das war jetzt zumindest hier genauso, wie wir das auch auf dem PC am Emulator gesehen haben. Da habe ich jetzt keinen Unterschied festgestellt dazu. Ja, also wir können mal schauen. Wir haben diverse Konfigurationsmöglichkeiten hier. Wir haben die Tasten sind belegbar hier über die Menüs. Man kann hier das an der Seite anpassen. Du kannst laden, speichern. Du hast hier noch einen Joystick. Jetzt sehen wir auch hier, welche Taste hier was ist. Ja. Du hast ein Software-Keyboard, das du für alle Einstellungen nutzen kannst. Genau, 22 eingebaute Spiele über SD-Karte erweiterbar. Und ich würde mal sagen, da haben wir auf jeden Fall für den Fan des ZX-Spektrums ein rundum sorglos Paket. Ja, mit viel Spaßfaktor. So, Markus, dann sag doch nochmal, was kostet das Gerät denn eigentlich? Das liegt bei knapp 240 Euro. Ja, genau. Ich glaube, 238 sind es genau. Und bekommt man zum Beispiel bei Syntec, Link in der Videobeschreibung. Also ich sag mal, 238 ist jetzt natürlich ein Haufen Holz. Da kriegt man irgendwie zwei C64 Mini. Ja, aber ohne Display. Ohne Display, natürlich. Also das, es ist ein gutes Display. Wir haben die Disco-Lights drumherum. Es ist ein komplett auf sich abgestimmtes Paket. Es sind halt keine 1000 Originalspiele lizenziert, so wie das bei dem Vega Plus angekündigt war. Aber dafür ist es erschienen und das ganz ohne Crowdfunding-Kampagne. Und du hast die Möglichkeit, über SD-Karte deine 1000 Spiele nachzuinstallieren. Genau, aus der, wenn man sich die Images von seiner Sammlung dann da erstellt hat. Ja, für jemanden, insbesondere für Fans, die den Spektrum selber hatten, ist das, glaube ich, eine ganz gute Kiste. Sind auch ein paar witzige Spiele dabei. Einige, also das Jet Set Willy hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber das ist halt wirklich ein altes Spiel von sehr viel früher. Und die Leistungsfähigkeit von dem Rechner von 1982 ist halt überschaubar. Ja, aber es hat einen gewissen Charme. Ja. Und wer diesen Charme mag, der kann sich den zulegen, glaube ich, wenn er das entsprechende Geld im Sparschwein hat und zur freien Verfügung. Ja, ein schöner Zeitvertreib auf jeden Fall. Ja. Und man ist auf jeden Fall, wenn man ohne Kopfhörer in der S-Bahn spielt, sind der bewundernde Blicke gewiss, würde ich mal sagen. Ja, und vielleicht auch der ein oder andere freie Platz in unmittelbarer Umgebung. Genau, kommt je nachdem, was für ein Spiel man spielt. Absolut. Ja, dann Frage an euch. Wäre das etwas für euch? Wie sind eure Erfahrungen mit dem ZX-Spektrum? Wir sind da noch relative Anfänger dazu und haben jetzt halt angefangen, uns ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Und könntet ihr euch vorstellen, mit einem solchen Gerät auf Reisen zu gehen? Ja, also es ist wirklich wertig. Aber dafür, das hat natürlich auch sein Gewicht. Ja, wie gesagt, halbes Kilo. Aber ich würde mal sagen, ein Tablet ist auch nicht kleiner. Ja, eben, genau. Und also aktuelle Spielekonsolen zum Mitnehmen haben halt dieses Format. Ja. Genau, das ist der. Ich weiß gar nicht, hast du mal eine Switch in der Hand gehabt? Ich habe tatsächlich noch keine in der Hand gehabt. Doch, tatsächlich ja, aber meistens nur ganz kurz, bis ich dann die Controller von der Switch bekommen habe und die Switch am Monitor angeschlossen war. Und okay. Dann habe ich diesen kleinen Controller gehabt und die Dame, mit der ich spiele, hat den großen Controller gehabt. Okay, und wenn du das mal so vergleichst irgendwie. Ich glaube, die Switch war noch ein Ticken kompakter, etwas kleiner, etwas leichter, aber
Also ist auf jeden Fall der ZXT für Erwachsenenhände gemacht. Vom Feeling her ist das schon, denke ich, durchaus vergleichbar. Ja. Okay. Ja, dann wie gesagt, schreibt mal gerne eure Meinung, ob euch das interessiert. Und dann sagen wir wie immer an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ad Astra.